Wisst ihr, ich habe gerade erst gesehen, dass die Stadtwachen scheinbar auf Platten stehen, damit sie sich, ich nehme mal an, die Füße nicht verbrennen, außer der da. Irgendwie witzig. Aber damit herzlich willkommen zurück bei Secrets of Grandeia. Wie wär's, wenn wir abzischen? Jo. Lass uns zischen ab. Gen irgendwas. Gen Nebel, ne? Ja. Schön hier. Warte nur darauf, dass sie das Ding aus Versehen ins Wasser wirft. Keine kleinen Banditereien mehr. Keine schmutzige Arbeit mehr für Ivy. Für Ivy. Ich werde endlich das Leben leben, das ich verdiene. Hahaha. Sind wir schon da, Boss? Meine Arme tun langsam weh, Boss. Hört auf, da hinten rumzuflennen. Ihr ruiniert den Moment. Und rudert gefällig schneller. Das dauert ewig. Ja, Boss, tut mir leid, Boss. Wir werden nicht wieder vorkommen, Boss. Wir könnten den Saloon kaufen und diesen bissigen Barkeeper rausschmeißen. Vielleicht nebenbei ein wenig Schwarzgebrannten verkaufen, nur der Kriminalität wegen. Oder ein Eisdiele eröffnen. Oder eine Band gründen. Haltet die Klappe und rudert. Beruhigt euch, und zwar alle, ich sehe dort voraus etwas. Ich warte immer noch drauf, dass ihr das Ding aus Versehen ins Wasser wirft. Das wäre so unterhaltsam für mich. Nicht für die, keine Frage, aber für mich wäre das äußerst amüsant. Na, ich werde nicht mehr. Hier draußen ist tatsächlich ein Schiff. Ich wollte euch eigentlich über Bord werfen, aber das macht es gleich noch einfacher. Aha. Mach dich locker, alter Sack. Ich mach nur Witze. Wir hatten zwar unsere Differenzen, aber das ist doch Schnee von gestern. Aha. Kam aus dem Nichts. Selbst als Kind wusste ich schon, dass vor mir ein harter Weg liegt. Ich habe meine Träume weggesperrt. Aber dank dieses Rubin kann ich diese Träume endlich wieder aufleben lassen und dich stolz hochhalten. Träume über Eiscreme? Eine Band zu gründen? Nein, dieses Schiff zu sehen hat mich erinnert. Ich lebte das Leben einer Gangsterin. Aber es gibt einen Typ von Kriminellen, der viel besser ist als alle anderen. Die werden Piraten sein. Oh Mann, ja, allein uns. Eier, Captain. Wie uninteressant. Sobald wir wieder im Hafen sind, kaufe ich mir mein eigenes Schiff und verlasse diesen Kontinent für immer. Das heißt dann wohl, lebt wohl, Kind. Und dir auch, Beutel. Ihr wart würdige Gegner. Viel Glück mit euren weiteren Idiotien. Auf den Reichtum. Auf zum Eiscreme-Schnälen. Auf die Seemannslieder. Ja, da haben wir es. Ich wusste es. Oh wow, das tut weh. Ich schätze, wir sehen uns dann in der Stadt wieder. Scheint wohl so. Los geht's, Spike. Ich glaube, die müssen eine Weile allein sein. Hab's gewusst. Ich hab's prophezeit. Es war halt mega dumm. Kann also Geister nicht töten, das macht. Also, witzigerweise müsste man sagen, ja, das macht Sinn. Aber zeitgleich, ich habe schon so oft Geister getötet. Logbuch von Captain John Bones, Teil 1, Tag 1. Lein los! Seit die Admiralsflotte verloren ging, werden wir das erste Schiff sein, welches zur Grandianischen Halbinsel segelt. Manche glauben, der Admiral und seine Schiffe sind einem übernatürlichen Ende zum Opfer gefallen. Nonsens! Ich wette, er geriet in einen Sturm oder lief auf einem Riff auf. Wenn ich die Küste von Grandeia sicher erreiche und die Handelsroute eingerichtet habe, werde ich der neue Admiral sein. Admiral John Bones, das klingt doch gut. Weg mit dem Grashüpfer. Grashüpfer läuft einfach. Vielleicht kann der Typ mir da sagen, was hier los ist, oder wie ich die Typen umbringen kann. Teil 2, Tag 32. Wir haben die Küste gesichtet und bei meinen Münzen. Fort Alexander liegt in Trümmern. Viele zerstörte Schiffe liegen in den flachen Gewässern. Und trotzdem pulsiert der Ort mit Bestrebungen zum Wiederaufbau. Wir gehen an Land. Tag 35. Die Leute nennen es den Kataklysmus. Oder besser gesagt, nennen sie ihn den Kataklysmus. Das Ganze macht für mich immer noch keinen Sinn. Sind Sammler wirklich so mächtig? Tag 38. Scheinbar gibt es immer noch einige Sammler.
könnte sogar ein lukratives Geschäft mit ihnen einfädeln. Ich konnte nicht. Sie haben mir eine Kiste mit irgendeinem Artefakt gegeben und mich fürstlich dafür bezahlt, es zum verbotenen Gewölbe zu bringen. Junge, Junge, die wollen das Ding wohl wirklich loswerden. Ghostbuster, mal wieder. Kommt mir nicht näher, fress mich bitte nicht, ich bin alt und zäh, nichts als Knochen, sollte keine Beleidigung sein. Bist du nicht diese verrückte Wissenschaftlerin mit dem U-Boot? Verrückte Wissenschaftlerin? Oh Göttin, selbst ihr Geister nennt mich so. Ihr seid keine Geister, oder? Jedenfalls war ich noch keiner, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe. Ach, nun, das ist mir peinlich. Mein Name ist Dr. Spengler, hoch angesehene und berühmte paranormale Wissenschaftlerin. Ich habe kürzlich mein Meisterstück komplettiert. Die Zwiesicht 13x4. Ein Gerät, mit dem es möglich ist, die Welt der Geister zu betreten. Allerdings war ich so in die Wissenschaft vertieft, dass ich dabei eine fundamentale Eigenschaft der Geister übersehen habe. Die da wäre. Die sind unheimlich. Nach einem Leben der Forschung konnte ich endlich die Schattenwelt betreten. Doch war meine Freude nur kurz. Just als ich sie betrat, fand ich mich im kalten, leeren Starren einer der Skelettgeister wieder, der noch dazu in der Luft schwebte. Skelettgeister. Was? Ich machte sofort kehrt, aber stolperte über eine Kiste, dachte ich zumindest. Tatsächlich handelte es sich dabei um eine riesige Spinne. Ich sprang auf und rannte panisch hin und her, was im Übrigen höchst unüblich für mich ist. Dann, in einem Moment der Klarheit, schaltete ich die Zwiesicht aus und kehrte in die normale Welt zurück. Wie ihr euch vorstellen könnt, werde ich dieses abscheuliche Gerät nie wieder verwenden. Na schön, Vibe, wir sind nicht hier, um uns irgendeine Gruselgeschichte anzuhören. Beantworte mir nur diese eine Frage. Wenn man die Schattenwelt betritt, kann man die Geister töten? Das ist eine exzellente Frage. Siehst du, das Gerät verwendet Magnetismus, eine fundamentale Kraft, die alle Dinge... genau. Wenn man also die Schattenwelt betritt, kann man die Geister töten. Nun, um fortzufahren, das Gerät funktioniert so, dass der Magnetismus oszilliert, und zwar zwischen... Wenn du die Schattenwelt betrittst, kannst du die Geister töten! Also gut, ja, du kannst die Geister berühren. Und jegliche Ausrüstung, die du bei dir trägst, ebenso. Schaden an ihnen zu verursachen, sollte ihre Energie verringern, sie also effektiv töten, wenn du es so nennen willst. Ich würde das nicht, aber du siehst nicht so aus, als wärst du an den technischen Details besonders interessiert. Nö, gib uns einfach das Ding, wir müssen ein paar Geister jagen. Na schön, hier nehmt es. Ich will mich gar nicht in dessen Nähe befinden, nur für den Fall, dass ich es aus Versehen anschalte. Du hast die Zwiesicht erhalten. Jetzt kannst du dich in die Schattenwelt begeben und die Geheimnisse der Geisterwelt ergründen oder einfach ein paar Geister verhauen. Um zwischen den Welten zu wechseln, drücke einfach den LB-Knopf. Kann in den Optionen verändert werden, falls mit der Tastatur gespielt wird. Also den Knopf. Das ist dann ein Tentakel. Weird. Das ist eine riesige Spinne, ja. Das war der falsche Trank, aber ja. Egal. Jetzt stellt sich mir als erstes unter anderem die Frage. Weil das ist ein Skelettkrieger, das ist ein lebender Schädel. Zählt das als einzelner Gegner? Kann ich von beiden eine Karte bekommen? Also die Fragen, die sich mir immer stellen bei sowas, ne? Und natürlich, wenn wir schon mal dabei sind. Krabbenschalen. Oh mein Gott! Das sind 750 Krabbendinger, die ich brauche. Du lieber Herr Gesangsverein, ey. Ich meine, gut, ne, drei von den Drops sind einfach Krabbenschalen, das macht es zumindest in Anführungszeichen einfacher. Und nein, der Schädel zählt nicht als Karte zum Beispiel. Was zum Henker? Ich frage mich, ob der Effekt nur hier so extrem ist. Aha. Oder ob... Achso,
Okay. Oder ob das auch nochmal, ob das auch so im... Moment. In der, nennen wir es mal vorsichtig, Realität so ist. Au. Au. Was ein arschiger Block. Nee, Moment. Moment. Also ich versuche es mir in der Theorie gerade einfach nur mega einfach zu machen und mache es mir dabei wahrscheinlich komplizierter, als es sein muss. Aber ich würde sagen, das war schon gut so. Herr, wohin bist du gegangen? Ja. Oh, da ist er ja. Hoffentlich funktioniert das. Was? Ihr habt mich berührt. Jetzt bist du nicht mehr so mutig. Was? Du hast sogar deinen Piratenakzent verloren. Ach nö, mein Akzent. Naja, in die Tiefen damit. Ich bin sowieso kein echter Pirat. Verschwindet einfach von hier. In Ordnung, ihr gehört hier nicht hin, Freunde. Keine Sorge, wir verschwinden schon. Sobald wir ein bestimmtes antikes Artefakt in die Finger bekommen haben. Ein antikes Artefakt? Uh-oh. Ich war bisher ganz nett zu euch, weil ich nicht gerne Kinder verletze, aber das Artefakt darf dieses Schiff nicht verlassen. Oh, wow. Eiskalt direkt im nächsten Bosskampf hier, hä? Huh? Au. Ich bin wie immer sehr erstaunt darüber, dass ich einfach hier stehen kann und hauen kann und das funktioniert irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte eigentlich über diese oder mit dieser Planke. Das ist eine Menge. What the? Ich bin mir nicht sicher, wie man diesem Schädelangriff ausweichen soll. Aber was soll ich sagen? Einfach stehen und hauen funktioniert nach wie vor. Ihr habt mich erwischt. Es ist endlich Zeit, weiter zu segeln. Die ewige Ruhe endlich. Ich heiße sie willkommen mit jedem Knochen in meinem Körper. Lass mich raten, du bleibst da? Ja, natürlich. Naja, ich glaube, ich kann doch nicht sterben. Ich bin immer noch Springfidel. Haha. Naja, vielleicht nicht Springfidel, aber ihr wisst, was ich meine. Wörter vermögen nicht, meine Enttäuschung zu beschreiben. In der Tat, und doch habt ihr diese Runde gewonnen. Aber glaubt nicht, dass das auch bedeutet, dass ihr je das Artefakt erreichen werdet. Dieser Ort ist nämlich nicht für die Lebenden gedacht, das Schiff selbst wird euch aufhalten. Das ist eure letzte Warnung, geht jetzt oder bereitet euch darauf vor, den Rängen der Untoten beizutreten. Hoffen wir einfach, dass die Geister hier ein wenig nerviger als dieser Typ sind. In dem Schatzruhe. Ja, das hatten wir gelesen. Dann geht's so eigentlich da oben weiter. Wir haben ja gerade auch das Rätsel gelöst, ne? Können wir jetzt mal hier weitermachen. Linge. Was war es? Mein Buch? Geständnis von Dr. Boris, Schiffsarzt. Es scheint auf das Ende zuzugehen und ich muss ein Geständnis ablegen. Als ich Captain Bones erstmal in einem Café in Item traf, stellte ich mich mit meinem korrekten Titel vor, Dr. Boris.
Nach ein wenig Smalltalk sagte er mir, dass ich genau die Art von Person sei, die er anheuern wollte. Natürlich war ich zunächst verblüfft. Warum sollte er jemanden wie mich auf seinem Schiff haben oder brauchen? Aber da die Bücherverkäufe so abgrundtief schlecht liefen, war ich verzweifelt auf der Suche nach einer Beschäftigung und nahm sein Angebot einfach an. Wie sich herausstellte, dachte er, dass ich ein medizinischer Doktor war. Oh, die Menschheit. Ich habe ein Doktorat in Monsterstudien, verdammt nochmal. Ich konnte bisher ganz gut improvisieren und durch irgendein Wunder funktionierten für Breitdecksfahrten alles ganz gut, aber jetzt, mit diesem seltsamen Fieber, wird die Blase wohl platzen. An jeden, der das liest, legt euch eine praxisnahe Ausbildung zu. Niemand will Bücher über irgendwelche dümmlichen Frostlinge lesen. Ah. Piratenhut. Piratenhut. Ich meine, ich wollte es erst mal überlegen, aber... Ein bisschen weniger, mehr Crit, mehr Angriff. Dafür den Effekt nicht mehr, der eigentlich... Ich meine, er ist nett, aber... Auf jeden Fall ist der Piratenhut netter als so eine dumme Pyramide, seien wir mal ehrlich. Ich gehe mal davon aus, hier könnte ich wahrscheinlich... Oh mein Gott. Oh, ja, das macht mehr Sinn. Ich hätte jetzt drauf getippt, dass hier die Gegner respawnen, damit man ein bisschen farmen kann. Dann hätte ich nämlich geguckt, dass wir vielleicht die nächsten 2-3 Karten bekommen. Das ist irgendwie witzig, ne? Wenn man auf das Bild da unten achtet. Aber vielleicht kann ich auch erst wirklich farmen. Ah, wohl. Wollte ich gerade sagen, wenn sie... Wenn wir das Gebiet fertig haben, aber ne, scheinbar nicht. Scheinbar können wir auch einfach jetzt farmen. Was ganz cool ist. Ich will zumindest mit euch wieder eine Karte ungefähr bekommen. Ich finde, eine Karte bekommen ist immer ein gutes Ziel. Für so einen Grind macht man sich zumindest nicht ganz kaputt mit. Plus, ich brauche ja 750 Schalenstücke. Was ich glaube, der längste Grind bisher im Spiel sein dürfte dann. Also 750 ist wirklich eine Menge. Wird ein bisschen leveln, kann aber auch nicht schaden. Also grinden wir mal ein Weilchen hier. Mal gucken, was passiert. Außer, also, dass ich wahrscheinlich an irgendeinem Punkt anfange, wahnsinnig zu werden. So das Übliche halt. Und sie geben halt noch gut Erfahrungspunkte. Dann müssen wir einmal hier rüber. Brauchen noch einen Goldpunkt. Dann wird die Wolke deutlich besser. Eines Tages bekomme ich den auch. Aber da liegen immer so viele Level zwischen, das ist sehr, sehr nervig, finde ich. Naja. Ich frage mich ja jetzt, na, jetzt haben wir hier drei Gegnerarten, von denen wir alle halt, ne, eine Karte bekommen könnten. Plus die zigtausend Krabbenstücke, die wir brauchen. Ich erkenne übrigens auf dem Bildschirm quasi gar nichts, ich hau einfach nur noch. Frage ich mich halt, was der letzte Gegner ist. Wir werden es halt irgendwann mal erfahren.
Irgendwann. Irgendwann wird das Spiel sagen, hier, guck mal, das ist der letzte Gegner. Nun hast du alle Karten beisammen, du bist ein echter Held. Jetzt geh Gras anfassen. Irgendwie sowas wird da kommen. Wo bin ich gerade? Da unten bin ich. Und noch nicht eine Karte. Ich bin beeindruckt, / enttäuscht. Je nachdem, ne? Also. Gut, ich vergesse auch zwischendrin immer meinen Trank einzuwerfen. Das ist halt bei all den Sachen, die hier passieren, ist es immer für mich sehr, sehr schwierig, wirklich darauf zu achten, ob mein Trank gerade noch aktiv ist oder nicht. Aber das Schöne ist, weil der Raum so eng ist, bekomme ich hier unfassbar viel Kohle. Die Krabbenteile fliegen ja sowieso hier wie sonst was durch die Gegend. Das ist schon ein interessanter Raum. Nichtsdestotrotz, gibt mir eine Karte. Eine wenigstens. Ich habe ja gesagt, eine würde ja schon reichen. Ich glaube, das nächste, was wir jetzt trainieren werden, wenn ich ja immer noch Talent-Orbs bekomme, ist das hier. Dass die Orbs, die fallen gelassen werden, mir mehr HP geben können. Auch das wird dafür sorgen, dass ich bessere Überlebenschancen habe, theoretisch. Vielleicht in Anführungszeichen nur theoretisch, kommt ja auch immer darauf an, wie viele davon droppen, aber der Punkt ist halt in der Theorie, je mehr ich allein durch so eine Heilung da bekomme, desto besser, ne? Macht halt, also für mich macht das Sinn. Nichtsdestotrotz, so eine Karte oder 5 wären schon ganz cool. Der eigentliche Grund, warum ich ja hier kämpfe. Ich meine, gut, abgesehen davon, dass wir, wie gesagt, oh mein Gott, ich habe schon 2. Na, ich sag ja, das geht schnell. Wahnsinn. Ein Krabbenschild. Krabbi-Schild. Ein Schild, das so hart ist, dass es den Schaden selbst dann reduziert, wenn es nicht hochgehalten wird. Das ist erstaunlicherweise eigentlich genau das, was ich will, weil ich kann mich bei... Also mittlerweile bei solchen Kämpfen hier kann ich mich nicht darauf konzentrieren, dass ich einen perfekten Block mache. Das heißt, der Effekt geht meistens unter, aber mehr Verteidigung ist halt gut. Mal abgesehen davon, dass ich ja wirklich am Verteidigungsminimum irgendwie rumgurke. Oh, ein Krummsäbel. Das sind 2 in einem Moment. Der Spezialeffekt von Engelsdurst ist ja nun mal nur, dass es stärker wird, je mehr Karten ich habe. Dementsprechend ist der riesige Krummsäbel gerade tatsächlich besser. Naja, was ich sagen wollte, weil ich immer Existenzminimum von Verteidigung rumgurke, hat auch dieser, ich kriege mehr Verteidigung durch Angriffe, halt, wie ich es ja schon mal sagte, prozentual halt nicht den größten Effekt, den ich gerne hätte. Ergo ist so ein Schild, der, obwohl ich den vielleicht nicht richtig benutze, aber meine Verteidigung erhöht, ist schon eine gute Sache. Wir könnten übrigens mal gucken, ob ich aus den anderen Sachen noch was herstellen kann hier. Was im Knochen oder so. Aber nichtsdestotrotz, so eine Karte wäre schon ganz nett. Da war eine Karte, ich hab's gehört. Ich sehe sie nur nicht.
Deine Basisangriffe teilen 5% mehr Schaden aus. Ja, nice. Ich glaube, ich grinde einfach heute mit euch hier. Das ist gerade so richtig, mein Mojo ist so richtig im Flow. Wir brauchen noch ein grünes Dingsy. Wir brauchen noch mehr rote Dingsys. Das war's eigentlich. Da wissen wir noch nicht, was das ist. Ist irgendwas fürs Gesicht? Macrit. Aha. Sieht gut aus. Aber ja, einfach nochmal nur so eine stumpfe. Du machst mehr Aua. Ist halt eine Karte, hinter der ich stehen kann. Ne? Das ist in Ordnung. Damit kann ich arbeiten. Brauchen wir nur noch die Krabbenkarte. Die Karte der Skelettmagier. Und dann fehlt nur noch eine Karte. So im Allgemeinen eine Karte. Das ist schon Wahnsinn. Aber vor allen Dingen brauchen wir halt sowieso unglaublich viele Krabbenstücke. Plus Geld brauche ich auch unfassbar viel noch. Also. Ja, wir sind noch lange nicht fertig mit allem, was wir hier machen. Ich weiß auch nicht, wie ich das mit dem Phasenwechsel hier finde, ne? Weil das ist. On the fly, sich das zu überlegen, ist halt auch immer so eine Sache, aber. Ist doch eine gute Art und Weise irgendwie. Das ist ein gutes Gimmick. Kann ich hinterstehen. Muss man nur halt wirklich immer bedenken, dass man es gerade einsetzen soll. So, das nächste Level-Äppchen. Das kommt auch dazu. Es ist nochmal schön. Schön aufleveln. Hier, eine neue Rüstung, die Angriff erhöht und alles andere irgendwie. Weniger Crit-Schaden. Überhaupt keine Verteidigung. Mein Krieger-Poncho. Yeah. Ah, ich hätte trotzdem gerne die nächste Karte. Aber so wird das nichts. Vor allen Dingen nicht, natürlich, wenn es immer die falschen Gegner sind. Ne? Also, Krieger-Skelette brauche ich ja in dem Sinne jetzt halt gerade gar nicht. Die tauchen natürlich aber trotzdem auf, weil sie nicht einfach wegbleiben können. Wäre cool für mich, aber. Praktisch halt nicht machbar. In Anführungszeichen. Und immer noch nicht das, was ich will. Die anderen Karten. Aber dann seht ihr mal, wie lange ich das teilweise mache. Und natürlich meinen Spaß dran habe. Wo wir gerade fast mal gestorben sind. Schon beeindruckend, wenn es dann manchmal so relativ zackig negativ wird. Plötzlich einfach keine HP mehr. Ich meine, das merkt man kaum in so einem Gefecht, bin ich ja ehrlich. Also ich zumindest nicht. Ja, ich hau drauf und hau drauf. Und dann heißt es plötzlich einfach manchmal, ey, du bist gerade am Sterben und sowas. Hab ich das denn plötzlich hinbekommen? Ja, weiß ich auch nicht, aber du hast es hinbekommen. Ne? Also, Karte, glaube ich. Ja, yeah, die Krabbi-Karte. Während des Blocks ist die Verteidigung um 10 erhöht. Nur noch die Magierkarte. Schwarzer Magier? Nein, nicht wirklich. Allerdings nichtsdestotrotz machen mir die Krabbenpfeile Sorgen, weil ne, immer noch 750 fand ich schon happig. Gut, jetzt sind nur noch 500 ungefähr. Beziehungsweise mittlerweile schon wieder ein bisschen weniger. Das andere Krabbenstück. Da war doch irgendwo noch ein anderes Krabbenstück. Ich hab's auch irgendwann gesehen.
Die Einhandwaffe. Ja. Kopfkontur. Ja. Ein Krabbi-Helm verleiht deiner Rübe ordentlich Verteidigung und gibt dir gleichzeitig einen frischen, schadigen Look. Langsamer. Bisschen weniger Angriff. Also, dass meine Angriffsgeschwindigkeit halt relativ weit runter geht, finde ich furchtbar. Aber mehr Verteidigung, die ich ja die ganze Zeit ignoriere. Ja, ist okay. Dürfte ich nicht mehr so schnell in nächster Zeit sterben, das ist okay. Warte, noch. Wenn wir alle wissen, ja, die schnellste Angriffsgeschwindigkeit hätte ich eh mit diesem. Waren es die Schuhe, die mich umbrachten? Ich glaube ja. Einfach die Todesschuhe anziehen und dann würde das gehen. Aber, ne? Ist halt gleichzeitig auch mit sehr viel Tod verbunden. Wie sieht es eigentlich drop-technisch aus? Haben wir zumindest mal alles gesehen von denen? Nein, die Skelettzauberer haben sogar noch etwas. Und Krabbis haben eigentlich auch noch was. Oh mein Gott. Man sollte echt meinen, bei der Menge an Krabben und Geistern und so würde ich zumindest schon mal so langsam alle Drops mal gesehen haben, aber nö. Das ist die wunderbare Welt von Grindea, wo man 2 Millionen Skelette verprügelt und am Ende trotzdem nicht alles gesehen hat. Das ist schon Wahnsinn. Okay. Weil das ist hier die vorletzte, tipp ich mal, vorletzte große Grind-Nummer. Ich finde, da könnte ich euch tatsächlich mal mit reinnehmen. Das ist schon Wahnsinn. Die ich hier wieder töten kann, ohne dass ich die letzte Karte bekomme. Oder allgemein den letzten Drop. Das mit dem letzten Drop hatte ich, glaube ich, zuletzt im Tempel der Jahreszeiten. Habe ich in einem Stream gefarmt. Und habe trotzdem die letzten Items also relativ spät bekommen dafür, dass ich Karten und so schon alles hatte. Das ist manchmal sehr faszinierend. Immer noch nicht das, was ich dachte, was ich bekommen würde. Ja. Das, obwohl ich hier schön drauf achte, also versuche zu achten, dass meine Drop-Chance erhöht ist, also. Ich hätte ja fast gedacht, dass Krabbis einfach einen Krabbi-Helm droppen können, aber dann wäre es nicht dunkel dargestellt, glaube ich, mehr, nachdem wir den hergestellt hatten. Also kann es kein Krabbi-Helm sein. Wo bleiben meine Magier? Ich brauche Magier, nicht Krieger. Ah, ist ein Magier, das ist er. Davon bitte mehr und weniger Krieger, das wäre Volltöfte. Vorausgesetzt, sie droppen vielleicht auch irgendwann mal das, was ich haben will. Ich bin schockiert, dass wir jetzt deutlich schneller sind mit allem anderen.
wir weder die Karte für die Magier haben, noch die letzten Drops von den Magiern, noch den letzten Drop von den Krabbis. Das ist zum einen ungewohnt, zum anderen in gewisser Weise irgendwie nervig. Deutscher Knopf. Aber okay, manchmal ist das so. Achso, fällt mir gerade ein. Barbara Poncho. Verunsichert dich aber beim Tragen. Ah ja. Weiß nicht, ob ich das gut finde, dass mich ein Poncho verunsichert beim Tragen. Oh, direkt ein anderer Goldpunkt? Erstaunlich, aber gut. Neuer Charge-Level. Mit anderen Worten. Ja, deswegen wurde er gerade abgebrochen. Weiß nicht, ob ich das hier gerade geschissen kriege. Volki ist jetzt in seiner ultimativen Todesform. Nichtsdestotrotz immer noch keine Karte von den Magiern. Ich hatte ja gehofft, wir könnten das zusammen schaffen, aber irgendwie will es nicht. Ist aber auch nicht schlimm, dann grinde ich noch ein bisschen weiter ohne euch. Bin grundsätzlich erstmal froh, dass Volki jetzt aufgelevelt hat. Das ist schon mal ganz schön. Natürlich habe ich jetzt wieder weniger Maximal-EP, aber naja. Ich tippe mal drauf, dass ich die restlichen... Also entweder die restlichen Punkte gar nicht benutzen werde, die wir jetzt noch durch Level-Ups bekommen, oder die halt umwandle in Talent-Orbs. Weil das ist nochmal ein guter Anreiz, theoretisch. Ich bin trotzdem fasziniert davon, dass die Krabben einfach nicht diesen letzten Drop abgeben wollen. Genauso wenig wie die Magier. Ich meine, die Magier sind die seltensten Gegner hier drin, das in gewisser Weise, aber trotzdem kein Grund, dass ich einfach nie den Drop bekomme hier. Ah, naja. Das ist dann halt jetzt gerade mein Leben. Hier im Piratenschiff unendlich lange rumgurken, bis ich mal irgendwann den letzten Drop bekomme. Plus die Karte natürlich, ne? Die Skelettmagier-Karte ist eigentlich das mit das Wichtigste für mich gerade. Die will ja auch so gar nicht spawnen. Was ja auch nicht schön ist für mich, aber... Manchmal ist das so. Dafür ist der Raum voll mit Krabbendrops, ne? Witzigerweise könnte es jetzt auch schon sein, dass Engelsdurst wieder besser ist als der Säbel. Muss ich eigentlich gleich mal gucken. Was eigentlich irgendwie mal traurig ist. In dem Moment, wo ich einen Säbel kriege, ist das ganz cool und dann heißt es ja, aber jetzt nicht mehr. Immer noch keine Karte. Ich gebe noch eine Minute mal noch. Dann sind wir schon wieder 10 Minuten drüber. Während ich quasi nur gefarmt habe. Kann hierbei unglaublich schnell die Zeit vergessen, bin ich ehrlich. Das ist einfach das reine Chaos. Alles explodiert, alles stirbt. Und wir so mittendrin. Ja, mit den Magiern habe ich gerade echt kein Glück. Und den letzten Krabbendrop ja sowieso auch nicht. Das kommt ja auch dazu. Obwohl ich es da auch ein bisschen merkwürdig finde, dass sie wirklich gesagt haben,
3 Krabben-Drops sind einfach nur Krabbenstücke, was zwar, wie gesagt, ganz nett ist, weil man 750 davon brauchte, aber... Scheinbar haben die Chancen für den richtigen Job dadurch sehr, sehr gelitten. Was halt so im Allgemeinen dann eher Probleme macht. Na komm. Das wird nix. Ich muss nicht, während ihr zuseht. Ich kann das nicht, während ihr zuseht. Oder so ähnlich. Nein. Das ist schon Wahnsinn. Ja, nee, also, werde ich wohl noch eine Weile weiterfahren müssen, ohne euch. Ich hoffe aber, es hat euch gefallen. Das ist, glaube ich, heute zu so einem richtigen, ich farme mal, verkommen, aber... Ah ja, zwei Karten gleichzeitig, oder was ist gleichzeitig, aber... Ihr habt zwei Karten mitbekommen, wir haben Ausrüstung gefarmt. Jetzt heißt es halt nur noch warten, dass die Drops mal kommen. Und die scheinen wieder große Probleme zu machen. Ich kenne das ja. So ist das manchmal. Da war die Karte. Hey, gutes Ende. Man war klar, dass das für Zauberer eine Karte ist. Ist mir also ziemlich egal gewesen, aber... Ja. Karttechnisch fehlt nur noch eine. Und das ist halt schon der Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken. Da hätten wir Snowvillier, Pan88 und zu guter Letzt Nikita. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Und auch beim nächsten Mal werden wir in Grindea nach Herzenslust grinden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, es zu kommentieren, zu liken. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal, denn es gibt noch hunderte weitere Projekte auf meinem Kanal zu finden. Tobt euch also aus. Bis zum nächsten Mal.